Wir gehen auf eine uns bekannte junge Frau zu, die aus Gründen, deren Erörterung tiefer in die Abgründe von Wirtschaft und Gesellschaft führen würde, als an dieser Stelle Platz ist, in einem Plüsch-Handy-Kostüm steckt. Sie steht auf der Straße, heißt Maria und verteilt Werbezettel an Passanten und dies trotz oder vielleicht auch wegen eines abgeschlossenen Studiums der Geisteswissenschaften. Als ich Maria begrüßen möchte, hält mich das Känguru zurück. Geh nicht so nah ran, sagt es. Hast du keine Angst vor der Strahlung? Maria wendet sich uns zu. Handystrahlung ist überhaupt nicht schädlich, sagt sie und schnipst ein totes Insekt aus ihrem Plüsch-Handy-Kostüm. Habe ich letztens erst wieder gehört. So, so, sagt das Känguru. Hast du gehört? Na, wenn du das gehört hast, dann muss das ja stimmen. Ich habe das auch gehört, sage ich. Habt ihr auch schon mal davon gehört, dass jeder Mensch pro Jahr im Schlaf circa 8 Spinnen isst? Fragt das Känguru. Ich habe davon gehört, sagt Maria, total eklig. Ja, ja, sagt das Känguru, total eklig und totaler Schwachsinn. Eine kanadische Journalistin hat sich das Anfang der 90er Jahre ausgedacht, um zu zeigen, dass die meisten Menschen einfach unreflektiert jedes noch so blödsinnige Gerücht glauben. Wie, frage ich, das mit den Spinnen stimmt gar nicht? Das heißt, ich habe jahrelang grundlos auf dem Bauch geschlafen? Hast du dich nie gefragt, wer das mit den 8 Spinnen wie gemessen haben soll? Die haben wahrscheinlich eine repräsentative Menge, sagen wir 1000 Leute, ein Jahr lang im Schlaf mit Wärmebildkameras. Wobei Spinnen sind kalt, glaube ich. Also mit Bewegungsmeldern. Ja, genau, sagt das Känguru. So wird es gewesen sein. Und finanziert hat das Ganze die Gesellschaft zur Förderung der Arachnophobie. Gerüchte zu verbreiten ist einfacher, als in Wacken Freibier loszuwerden, sagt das Känguru. Man haut eine von keinerlei Faktenkenntnis getrübte Behauptung in die Welt. Zum Beispiel, massiv gezuckerte Milchprodukte sind total wichtig für das Wachstum von Kindern. Und ergänzt diese durch ein bedeutungsschwangeres, habe ich gehört. Dann denken die Leute, aha, hat er gehört, hat er sich nicht ausgedacht. Dann wird es wohl stimmen. Aber kaum einer macht sich klar, wie viel Unheil Gerüchte bewirken können. Wenn vor Urzeiten Petrus nicht zu seinen Kumpels gesagt hätte, ey, Jesus ist von den Toten auferstanden, habe ich gehört. Wäre unzähligen rothaarigen Frauen im Mittelalter einiges erspart geblieben. Aber das ist wirklich wahr, ruft Maria. Also das mit der Handystrahlung. Ich habe das gehört, ehrlich. Ich habe das sogar irgendwo gelesen, sage ich. Oh, Stufe 2, ruft das Känguru. Man kombiniere das Gerücht mit einem wohlinformierten, habe ich gelesen. Dann denken nämlich alle gleich, aha, hat er nicht nur gehört, hat er gelesen. Er kann lesen, er ist sehr intelligent. Am besten man fügt noch hinzu in einer Zeitung. Oder noch besser, man sagt in Geheimdienstberichten. Denn die sind ja praktischerweise geheim. In denen könnte man nicht mal nachlesen, wenn man wollte. Das mit der Strahlung stimmt echt, sagt Maria. Das haben ein paar Wissenschaftler herausgefunden. Oh, Stufe 3, ruft das Känguru. Das Überzeugende haben ein paar Wissenschaftler herausgefunden. Ja, sage ich, schwedische Wissenschaftler, glaube ich. Ausgezeichnet, sagt das Känguru. Durch geschickt eingestreute Adjektive, wie hier schwedisch, kann man die Glaubwürdigkeit nochmal stark anheben und selbst die notorischsten Zweifler überzeugen. Wobei man sich mit einem falschen Adjektiv auch schnell unglaubwürdig macht. Zum Beispiel? Zum Beispiel, amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass, ganz schlechter Anfang, Schwedisch hingegen eignet sich für Wissenschaftler besonders gut. Woher weißt du das, frage ich. Nun, es gibt da eine Studie darüber, sagt das Känguru, von schwedischen Wissenschaftlern. Ein formal perfektes Gerücht wäre zum Beispiel folgendes. Ich habe in einem britischen Geheimdienstbericht gelesen, dass schwedische Wissenschaftler in Langzeitstudien an Finnen herausgefunden haben, dass Touchscreens dick machen. Ein dicker Mann, der während des letzten Satzes neben uns stehen geblieben ist, wirft sein Smartphone in den Mülleimer. Er brummt, ich wusste, es liegt nicht an mir.